live sind. Jetzt muss er erst zu dem Satelliten ganz hoch gehen. Herzlich willkommen bei Kaiser TV. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind auch wie gewohnt an unserem Ort hier am Genfer See. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir die Premiere, unseren ersten Live-Gast. Jetzt wollte ich schon Gästin sagen, so bin ich jetzt schon hier so versaut. Unseren ersten Live-Gast begrüßen zu dürfen. Ich stelle sie euch kurz vor. Es ist Jeanette Fischer. Jeanette Fischer ist Autorin und Psychoanalytikerin aus Zürich. Sie beschäftigt sich mit den Themen Macht, Ohnmacht, Aggression, werden wir heute hören. Sie hat dazu Ausstellungen kuratiert, sie hat Dokumentarfilme gemacht und ihr letztes Buch dreht sich um das Thema Angst. Vor ihr müssen wir uns fürchten, so der Untertitel. Und wie gesagt, ich bin heute sehr erfreut, Jeanette Fischer hier begrüßen zu dürfen, weil ich schon mal mit ihr auf einer Bühne war, wo sie mich ja geradezu umgehauen hat, nur rhetorisch, Gott sei Dank. Aber das hat dann auch zu einem weiteren Interview geführt, das wir hatten in Sachsen-Anhalt. Und deswegen war es mir auch ein großes Begehren, Jeanette Fischer heute für euch hier zu haben. Jeanette, ich darf dich nach vorne bitten. Danke vielmals, Gunnar, für diese liebenswürdigen Worte. Verehrtes Publikum, mein Titel zum heutigen Vortrag ist die Sache mit der Aggression. Um es vorwegzunehmen, ich werde Ihnen heute über die Angst berichten, woher sie kommt und welche Funktion sie hat. Ich werde Ihnen über die Furcht berichten. Ich will Begriffe einführen, wie zum Beispiel die Aggression im Dienste des Ich, und ich will den Opfer-Täter-Schuld-Diskurs näher erläutern. Denjenigen Diskurs, den ich als fatal für unser Weiterkommen, für unser Leben, unsere Neugierde und unser Begehren erachte. Denjenigen Diskurs, der uns des Lebens und der Gesundheit beraubt, der uns in einer permanenten Krise verortet, in einer Angst, sodass wir uns alle nach einem Heilwerden sehnen, nach einem Leben, das getragen ist von Lust und Freude und von der Neugierde nach Auseinandersetzung. Einem Leben, das nicht durchsetzt ist von Angst und von Schuld, besser gesagt, das nicht durchsetzt ist von der Angst vor der Schuld. Als Alain Berset, der schweizerische Gesundheitsminister, in seiner allerersten Pressekonferenz bezüglich der Maßnahmen gegen SARS-CoV-2 im März 2020 von einem Journalisten gefragt wurde, warum er die Schulen schließe, antwortete er, weil es die Nachbarstaaten auch tun. Er konnte damit, so meine Interpretation, sich einer allfälligen Schuld entziehen. So stand also seine eigene, ganz persönliche Angst vor einer Schuld im Vordergrund und nicht das Erwägen von allfälligen Maßnahmen. Ein buddhistischer Mönch meditiert unter einem Baum. Da kommt die Pest vorbei und er fragt, wohin des Weges? Die Pest. Ich gehe in die Stadt, um 1000 Menschen zu töten. Nach einiger Zeit trifft die Pest auf dem Rückweg wieder den Mönch unter dem Baum. Er fragt sie, du hast gesagt, du würdest 1000 Menschen töten. Man berichtete mir, dass 10.000 gestorben sind. Die Pest, ich habe 1000 getötet. Die anderen tötete die Angst. Wir unterscheiden in der Psychoanalyse zwischen der Aggression im Dienste des Ich, einer konstruktiven Aggression, die wir mitbringen in diese Welt. Das Kind schreit, wenn es auf die Welt kommt, es tut sich kund, es will etwas, eine Kraft, die niemandem schadet. Die jedoch vonnöten ist, um den Wünschen und Bedürfnissen, die dieses Kleinkind hat, Bedeutung zu geben und Gehör zu verschaffen. Wir brauchen diese Kraft, um uns durchzusetzen in der Welt, um an ihr gestalterisch teilzuhaben,
um ehrgeizig zu sein, um unseren Wünschen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen. Im Gegensatz zu dieser Energie steht die destruktive Aggression, welche es darauf abgesehen hat, zu zerstören. Menschen zu zerstören, Natur zu zerstören, Bindungen zu zerstören, destruktiv auf die Welt und auf alles einzuwirken, von dem der Mensch abhängig ist. Mit Blick auf diese Abhängigkeit müssen wir schlussfolgern, dass die destruktive Aggression immer auch das Ich selbst beschädigt. Auch wenn sie als Schutzmaßnahme dargestellt wird, wie zum Beispiel ein Krieg, gegen wen und was auch immer, ist sie selbstschädigend. Es ist ebenfalls eine destruktive Handlung, einem Menschen seine konstruktive Aggression zu nehmen, ihn unter Druck zu setzen, egal welcher Art, ihn in eine ausweglose Situation zu bringen und damit ohnmächtig zu machen, ihn zu foltern, ihn für seine Eigenständigkeit mit Ausgrenzung und Liebesentzug zu bestrafen, ihn als Täter zu stigmatisieren. Das alles sind aggressive Wege, um konstruktive Aggressionen zu vernichten und so Macht über den anderen zu erlangen. Die Opferposition spielt hierbei eine ganz wesentliche Rolle. Sie ist ein äußerst destruktives Beziehungsangebot. Die Mutter von Anders Breivik sagte in einem Interview, dass ihr Sohn schon als Dreijähriger ein Monster gewesen sei und sie deswegen eine psychologische Beratung aufgesucht habe. Anders Breivik hatte am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya 77 Menschen getötet, davon 69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Zeltlagers der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Ein Dreijähriger kann kein Monster sein. Er kann aber von einem Opfer als Monster gespiegelt werden. Der Spiegel, den das Opfer ihm vorhält, zeigt ihn als Täter. Naheliegender wäre es deshalb, diesen Spiegel als monströs zu bezeichnen. Für das Kind ist die Spiegelung als Täter unabwendbar und unerbittlich. Ihr liegt keine Wahrheit zugrunde, außer die Gewissheit, dass der Spiegel den Gespiegelten zum hasserfüllten Menschen erklärt, ihn unmissverständlich und klar als Bösewicht, als Monster, als Vernichter positioniert. Und hinter dem Spiegel steht das Opfer, an dessen Leiden er seine böswillige Macht ablesen kann. Die Opferposition, daher ist sie so gefährlich und immer destruktiv, spiegelt dem anderen seine konstruktiven Aggressionen im Dienste des Ich als schädliche. Ein Dreijähriger ist vielleicht wild, macht, was er will, haltet sich nicht an Normen und Grenzen. Diese muss er zuerst lernen. Das alles ist normal. Wird Anders Breivik jedoch gerade diese Vitalität zum Vorwurf gemacht, wird ihm seine Ich-Setzung als dem anderen schadenbringend gespiegelt, dann macht genau dies ohnmächtig. Genau dies ist die Ursache der Angst. Die Opferposition ist das Scharnier, an dem diese konstruktive Kraft bricht und der als schädlich gespiegelte Mensch nunmehr zwei Möglichkeiten des Handelns hat. Entweder Opfer oder Täter zu sein. Entweder eine Identifikation mit dem Opfer oder eine Identifikation mit dessen Spiegelung als Täter eingehen. Und Breivik hat sich mit der Spiegelung als Monster identifiziert und wurde zum Monster, zum Täter. Mit 3 Jahren als Monster gespiegelt zu werden, bedeutet auch, dass Anders Breivik eine sehr große Mächtigkeit unterstellt wurde, die Macht über die Mutter zu haben, über diejenige Person, die kulturell unantastbar ist in ihrer Rolle, die für das Kind die Welt bedeutet, die für das Kind den Bezug zur Welt herstellt. Und nun, als Dreijähriger, wird ihm Macht über diese Person zugestanden. Er soll sie nicht unglücklich machen. Nein, im Gegenteil,
Er soll sie glücklich machen. Das heißt, er hat ihre Befindlichkeit zu regulieren und nicht sie selber. Solche Mechanismen sind die Quellen von Allmachtsvorstellungen. Macht über die Mutter haben kann ein Kind jedoch nur, wenn ihm diese Macht übertragen und zugeordnet wird. So entwickelt es Allmachtsgefühle und ist gleichzeitig ohnmächtig, weil es diese Macht als real existierendes dreijähriges Kind gar nicht haben, also auch nicht ausüben kann. Es kann die Verantwortung für die Mutter, für die Befindlichkeit der Mutter nicht übernehmen, sondern ist überfordert von diesem Auftrag, der es in Ohnmacht versetzt. So identifiziert sich das Kind mit der Projektion, allmächtig zu sein, und hat, quasi als unangenehmen Nebeneffekt, die Ohnmacht zu ertragen, weil der Auftrag, über die Mutter zu herrschen und für sie verantwortlich zu sein, nicht erfüllbar und somit unerträglich ist. Und gleichzeitig hat es mit einer Kastration zu leben, dass nämlich seine Aggressionen im Dienste des Ich nicht mehr genutzt werden dürfen, um seinem Ich mit seinen ganz eigenen Wünschen und Bedürfnissen gerecht zu werden. Das Narrativ, dass die Aggressionen im Dienste des Ich eine schädliche ist, zieht sich mehrheitlich durch alle unsere Beziehungen hindurch, seien sie zwischen Individuen oder seien sie auf gesellschaftlicher und politischer Ebene. Ein wirklicher Ausweg aus diesem Narrativ scheint sich nicht abzuzeichnen, ja scheint auch nicht erstrebenswert zu sein, da dieses die Grundfeste von Machtverhältnissen bildet, die nicht gemisst werden wollen. Denn ein Opfer hat immer Recht und ist immer in der stärkeren Position. Es hat sogar das Recht, Kriege zu führen, das heißt, legitim zu töten. So verbinden wir uns als Opfer einer bösen Welt. Wir bilden Gemeinschaft unter der Prämisse der Verwundbarkeit und solidarisieren uns in dieser Verwundbarkeit, in dieser Opferposition und verlieren zusehends unser Leben, unsere Vitalität und unsere Gesundheit aus den Augen und vor allem, wir bleiben identifiziert, dass unsere Aggressionen im Dienste des Ich schädliche sind. So verkümmern diese unbemerkt immer mehr, bis wir sie vielleicht ganz vergessen. Ich gehe davon aus, dass diese schädliche Spiegelung, dass unsere Aggressionen im Dienste des Ich, dass diese konstruktive Aggression Schaden bringen, der Anfang der meisten Übel ist. Wenn auf den Pausenplätzen unserer Bildungsinstitutionen nicht mehr gestritten, noch gekämpft, noch geschrien werden darf, wenn ich eine Berührung eines Mannes bereits als Übergriff zu deklarieren habe, dann liegt doch wirklich etwas ganz im Argen. Wenn uns diese Kraft, die im Dienste unseres Wohlbefindens ist, die an sich subversiv ist im positiven Sinne, und ich zitiere Sigmund Freud 1930, es ist, wie man merkt, einfach das Programm des Lustprinzips, das den Lebenszweck setzt. Dieses Prinzip beherrscht die Leistung des seelischen Apparates vom Anfang an. An seiner Zweckdienlichkeit kann kein Zweifel sein. Und doch ist sein Programm im Hader mit der ganzen Welt, mit dem Makrokosmos ebenso wohl wie mit dem Mikrokosmos. Der Hader mit der ganzen Welt, der kleinen und der großen, der individuellen und der gesellschaftlichen, zeugt von der Kraft dieses Lustprinzips, das sich an keinerlei Konventionen hält und dennoch nicht destruktiv ist. Und wird ihm solcherlei Widerstand entgegengesetzt, wie wir es gerade gewohnt sind, in unserem flächendeckenden Herrschaftsdiskurs, dann verkehrt sich diese Energie in ihr Gegenteil, sie wird pervers, sie wird zu Hass, also destruktiv und richtet sich gegen uns selber. Auf der Ebene unserer physischen und psychischen Gesundheit erachte ich, dass die Autoimmunkrankheit als Ausdruck dieser Verkehrung, bei der unser Immunsystem darauf angelegt, uns zu schützen, fälschlicherweise unsere gesunden Zellen angreift und körpereigenes Gewebe beschädigt.
oder teilweise zerstört. Die Heilung aus dieser Krise wäre dementsprechend das Freilegen unserer Aggressionen im Dienste des Ich, dass diese Kraft nicht mehr am Widerstand zerbricht und sich gegen uns selber richtet, sondern wir den Mut haben, ihr zu vertrauen und der Subversion stattzugeben. Dass die Aggressionen im Dienste des Ich nie mehr als schädliche gespiegelt werden dürfen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir mit zerstörerischen Eigenschaften geboren werden. Ich kann mir einen hassenden Säugling kaumlich vorstellen. Wir eignen sie uns während des Aufwachsens an, erlernen sie in Bindungen. Wir erfahren Gewalt tagtäglich und sind in unserem Alltag auch destruktiv. Wir leben mit einem Zerstörungsfaktor, den wir oftmals nicht mehr hinterfragen oder sogar als natürlich ansehen. Der Opferdiskurs wird kaum hinterfragt. Und doch ist er es, der Verheerendes im Außen und im Innen anrichtet. Ein weiteres wichtiges Element in meinen Betrachtungen über Krise und Heilung ist die intersubjektive Beziehung. Darunter verstehe ich eine Beziehung ohne wertende Hierarchie. Eine Beziehung zwischen mindestens zwei Personen, die sich in ihrem Anderssein anerkennen. Sie nehmen ihr Gegenüber als eigenständiges Subjekt wahr und kommunizieren mit ihm auf Augenhöhe, richten also kein hierarchisches Gefälle ein. Diese Beziehungsform hat nichts mit der Begrifflichkeit der Liebe zu tun. Sie ist vielmehr die Grundvoraussetzung für gleichwertige Beziehungen jeglicher Art. Das eine Subjekt anerkennt das andere Subjekt als Nicht-Ich. Grundsätzlich neigen wir stark dazu, andere Personen als Teil von uns selber zu sehen, als einer oder eine, der oder die dasselbe meinen und denken wie wir. Ebenso stark neigen wir dazu, Gruppen von Gleichgesinnten zu bilden, weil wir uns da wohlfühlen. Umso dringender ist es, dieses Bedürfnis nach Verschmelzung zu hinterfragen. Dies nicht zuletzt, weil in der Verschmelzung einerseits viel Autonomie und Heterogenität zerfließt, beziehungsweise sich wie in einem Schmelztiegel auflöst und andererseits damit die Voraussetzung gegeben ist für Spaltungen aller Art. Denn der Einschluss in eine Gemeinschaft bedeutet immer auch den Ausschluss eines anderen. Deshalb ist es dringend vonnöten, eine Alternative zu erarbeiten, wenn wir, wie das mehrheitlich der Fall ist, davon ausgehen, dass eher die Übereinstimmungen, dass die Gemeinsamkeiten das Verbindende in Beziehungen sind, so setze ich dem entgegen. Das einzig verbindende Element in Beziehungen ist die Anerkennung der Differenz. Ich möchte das wiederholen. Das einzig verbindende Element in Beziehungen ist die Anerkennung der Differenz. Es ist nicht die Liebe oder die Toleranz. Diese sind mehrheitlich hegemonial, imperialistische Inkludierungen, sondern einfach nur die Anerkennung der Differenz. Die Differenz muss man nicht lieben, nur anerkennen. Erst mit der Anerkennung des Anderen als Nicht-Ich entsteht eine intersubjektive Beziehung. Intersubjektive Beziehungen werden uns nicht beigebracht. Wir werden in eine Gemeinschaft hineingeboren, die bereits das Neugeborene als Objekt einer kalten und erbarmungslosen Welt versteht, vor der es beschützt werden muss. Das zumindest lässt sich an dem Beziehungsangebot ablesen, mit dem wir das Kind eindecken, an dem sprachlichen Vokabular, das nicht ein autonomes Subjekt anspricht, sondern vielmehr ein Opfer, das der Welt ausgeliefert ist. Das Kind ist herzig und schutzlos, wir heben die Stimme, wenn wir es ansprechen, verfallen in den Tonfall und die Sprache der Verniedlichung. All das versetzt die Welt für das Kind in den Bedrohungsmodus, in dem es den Schutz der Eltern braucht. Dieses Bild wird sich im Selbstbild des Kindes niederschlagen, es wird sich in der Tendenz als Kraft und wehrlos erfahren, statt ein Gefühl
der autonomen Widerständigkeit zu entwickeln. In psychoanalytischen Reflexionen ist das Ich eine anerkannte Größe. Aber das Ich ist keine fixe Größe, das einmal gegeben, jetzt und in Zukunft vor Veränderung geschützt und behütet werden muss. Das Ich bildet sich in einer ständigen Auseinandersetzung mit dem Du. Damit der Prozess der Veränderung, des Wachstums und der Entwicklung ein Leben lang gewährleistet ist, braucht es den intersubjektiven Raum mit dem Du. Ohne diesen Raum, ohne die Anerkennung der Differenz, ist das Ich verloren. Es ist ein Ich, das nicht mehr begehrt, nicht mehr wächst, nicht mehr lebendig ist. Um allfälligen Begriffsverwechslungen und Verwirrungen zuvorzukommen, möchte ich an dieser Stelle den Unterschied zwischen Opfer und Betroffenem festhalten. Das Opfer ist eine inszenierte Position, deren alleiniger Zweck es ist, einen Täter zu benennen. Ich habe das am Beispiel von Anders Breivik und seiner Opfermutter erläutert. Diese Übertragung, der andere ist ein Bösewicht, der an mir schuldig geworden ist, wird von Hass gespiesen. Der mörderische Inhalt entspricht dem Hass des Opfers. Er wird auf das Kind übertragen, welches nun erfährt, dass es ein Monster ist für das Gegenüber. Es wird sich schuldig fühlen. Das Opfer jedoch kann mit dieser Aussage seinen Hass loswerden, den Hass, der besagt, dass der andere sein möglicher Mörder ist. Das Kind reagiert darauf mit Schuldgefühlen. Was habe ich falsch gemacht, dass der andere mir so zürnt? Schuldgefühle sind ein Rettungsversuch, um aus der unerträglichen Ohnmacht dieser Beschuldigung und der Unerträglichkeit dieser Wucht des Hasses herauszufinden. Schuldgefühle sagen nie die Wahrheit, sagen wir in der Psychoanalyse, weil wir sie als einen Rettungsversuch würdigen, der dem Ich, dem Kind, die Möglichkeit bietet zu denken: Nächstes Mal mache ich es besser. Es also aus der Bewegungslosigkeit der Angst und des Schreckens wieder in die Bewegung zurückholt. Im Gegensatz zum Opfer ist der oder die Betroffene von einer aggressiven, gewalttätigen Aktion, ob psychisch oder physisch, real betroffen. So können wir durchaus sagen, dass das hier erwähnte Kleinkind von Gewalt betroffen ist, ausgeübt von einer Person, die es als ihren möglichen Mörder bezeichnet. Ich werde diese zwei Begriffe im ganzen Vortrag gezielt in der hier beschriebenen Bedeutung nutzen. Wenn ich von Opfern spreche, dann meine ich die Selbstinszenierung eines Subjektes als Opfer, wie zum Beispiel die Mutter von Anders Breivik. Und wenn ich von Betroffenen spreche, dann meine ich diejenigen, die real von Gewalt betroffen sind, zum Beispiel ihr Sohn. Die Opferinszenierung ist eine Machtinszenierung, wobei das Opfer immer in der stärkeren Position ist. Sie richtet ein Gefälle in Beziehung, sie fordert Unterordnung, sie kontrolliert die Bindung. Wer auch immer die Anerkennung der Differenz des anderen verweigert, beabsichtigt, ein Machtgefälle herzustellen. In diesem Sinne ist der Opferdiskurs immer ein aggressiver, weil das Opfer in der Beziehung ein hierarchisches Gefälle einrichtet, um Kontrolle und Macht über das Gegenüber zu erlangen. Die Schuld bildet dabei das Bindemittel. Der andere ist der Täter, der am Opfer schuldig geworden ist. Die Opferposition ist eine mächtige, vermag sie doch bei fast jedem Menschen Schuldgefühle auszulösen und ihn zu Rechtfertigungen anzutreiben. Kinder und Jugendliche sind kaum dagegen gefeit und nicht gewappnet, solche Aggressionen zu entlarven. Sie können sich auch nicht davon distanzieren, weil sie in einer Abhängigkeit zum Opfer stehen. Das alles macht Angst. Angst, weil die Aggressionen im Dienste des Ich nicht mehr schuldfrei eingesetzt werden dürfen.
Die Differenz, die zwischen zwei Subjekten besteht, wird zugunsten eines hierarchischen Diskurses der Schuld aufgehoben. Ein Gefälle wird eingeführt, das den anderen in seinem Anderssein entwertet und unterwirft, seine Aggressionen im Dienste des Ich in Schuld einbindet, eine Schuld, die fortan das Bindemittel dieser Beziehung ist. Unsere Beziehungen, familiär, gesellschaftlich, wie auch die Arbeitsbeziehungen, sind sehr oft durchdrungen von diesem Diskurs, bergen viel Leid, bergen viel Angst, die dann individualisiert den Weg in die psychotherapeutischen Praxen finden und zu unserem Auskommen werden. Damit wird vermieden, dass gesellschaftliche Strukturen in Frage gestellt werden. Beziehungen, die mit Angst verbunden sind, sind in unserer Gesellschaft alltäglich, also die Regel und nicht die Ausnahme. Wir haben Angst, den anderen zu verlieren, wenn wir etwas tun oder sagen, was wir als beziehungsgefährdend erachten. Wir haben Angst, die Stelle zu verlieren. Wir haben Angst, Zugehörigkeit zu verlieren, ausgeschlossen zu werden und vieles mehr. Verlustängste belasten und begleiten uns. Sie sind, das wage ich zu behaupten, ein stets präsenter Grundduktus, eine Art Grundbeben in all seinen seismografischen Variablen. Wir haben gelernt, mit diesem Grundbeben einigermaßen zu leben. Wir versuchen, es zu beherrschen und zu überwinden. Jeder und jede Einzelne ist, der eine stärker, der andere weniger stark, in Ängsten verfangen und sucht einen Weg, um sich mit ihnen zu versöhnen, ihnen zu entfliehen oder gegen sie zu kämpfen. In der Angst sind wir alleine. Wir sind getrennt von uns, wir sind getrennt von der Welt. Wir haben keinen Zugriff mehr auf unsere Gefühle. Wir können in der Angst nicht mehr trauern, nicht mehr weinen, uns nicht mehr freuen. Aus diesem Grunde bezeichne ich die Angst auch nicht als ein Gefühl, sondern vielmehr als eine Empfindung. Als eine Empfindung der Ohnmacht, der Machtlosigkeit. Gefühle können wir teilen und Gefühle haben eine kathartische Wirkung. Die Angst jedoch nicht. Sie bleibt unangenehm, ja unerträglich. In der Angst sind wir bindungslos. Wir haben jede Form der Bindung verloren. Wir sind einsam. Der Opferdiskurs beabsichtigt genau diesen Bruch mit sich und den anderen, denn wenn ich als Täter zum anderen bezeichnet werde, werde ich gleichzeitig aus der Beziehung ausgeschlossen und als schädlich, als Sündenbock positioniert. Wir können dies am Corona-Narrativ ablesen, auch am Stellvertreterkrieg in der Ukraine, um nur gerade die zwei aktuellsten Opferdiskurse zu nennen. Die Schuldigen sind gesetzt, wir dürfen sie nunmehr verachten, ausschließen, ja gar töten. Die Übertragung, die Projektion, die ein Opfer auf einen Täter macht, ist eine hassende. Was anderes könnte es denn sein, wenn ich den anderen als schuldig an mir, als meinen Täter bezeichne? Hier ist die Brutstätte des Hasses, hier wird er legitimiert, hier wird er etabliert und hier wird er tradiert und hier wird er auf einen Sündenbock projiziert. Und hier wird er nicht als solchen genannt. Wiewohl, um es nochmals in Erinnerung zu rufen, der Opferdiskurs ist eine Beziehungsstruktur, ausschließlich dazu angelegt, einen Täter benennen zu können, den Hass auszulagern und selber dabei unschuldig zu bleiben. Wenn wir uns dieser ganzen Dynamik vergewissern und als eine Art Schablone über unser Leben legen, dann kommen wir nicht umhin zu verstehen, wie krank machen, ja wie krank solche Strukturen sind, wie sie nichts, rein gar nichts mit Leben zu tun haben, obwohl immer davon ausgegangen, ja proklamiert wird, dass genau diese Diskurse unseren Wohlstand und unser Leben sichern und lebenswert machen.
Ja, wir gehen sogar so weit anzunehmen, dass es der Angst bedarf, um Gefahren zuvorzukommen, dass diese überaus unangenehme Empfindung zu unserem Besten wäre und dass der Opferdiskurs die Wahrheit abbilde. Wenn ich mich nochmals unseres Themas besinne, dann besteht unsere Krise in der Zuspitzung dieser gewalttätigen Schuld-, Täter- und Opferdiskurse und die Heilung wäre dementsprechend deren Bewusstmachung mit der entsprechenden Veränderung, dass wir die Richtung der Vektoren ändern und von der Nekropolitik überwechseln in einen Prozess des Werdens, des Lebens und des Begehrens, dazu wir die Aggressionen im Dienste des Ich brauchen, um gestalterisch zu wirken und mitzuwirken. Stellen wir uns vor, wir würden die Schuldgefühle und die Angst über Bord werfen. Stellen wir uns vor, welche Kraft hierbei frei würde, eine Kraft, die wir einsetzen können, um Auseinandersetzung und Begehren zu verwirklichen, die wir einsetzen können, um den intersubjektiven Diskurs zu üben. Stellen wir uns vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Die Welt wäre nicht paradiesisch, wer wollte dies denn? Aber reich, enorm reich an Auseinandersetzung, reich an der Anerkennung der Differenz und der Auseinandersetzung mit dieser. Hierarchische Gefälle, Spaltungen und all unsere Ängste würden wegfallen, denn nur ein Machtdiskurs braucht diese zu seiner Konstituierung. Es reicht uns die Furcht, um uns vor Gefahren zu schützen. Die Furcht, mit der wir geboren werden, die instinktiv unser Leben zu bewahren, die Funktion hat. Die Furcht, welche uns nicht ohnmächtig werden, sondern denk- und handlungsmächtig belässt. Wir können in der Furcht davonrennen, wir können um Hilfe rufen, wir können uns totstellen und vieles mehr. Alles im Dienste eines Ich und seines Wohlbefindens, im Dienste des Lebens. Indem wir die Differenz zum Anderen anerkennen, nehmen wir nicht nur unser Gegenüber als eigenständig und eigenverantwortlich wahr, sondern auch uns selbst. Die Anerkennung der Differenz, dass der Andere nicht ich ist, scheint mir sehr wichtig zu sein, denn damit ist der für mich einzig gültige Freiheitsbegriff verbunden, nämlich davon ausgehen zu können, dass der oder die Andere die Verantwortung für sich selber übernimmt und mich nicht in Schuld einbindet, mich nicht gefügig macht über einen Opfer- bzw. Machtdiskurs. Damit können wir das Begehren wieder einführen, das auf der Prämisse der Auseinandersetzung des Konfliktes, also der Differenz beruht, was mir doch lebenswerter und friedvoller erscheint. Die Anerkennung der Differenz ermöglicht Freiheit, nicht im Sinne eines frei flottierenden Individualismus, sondern in der Leichtigkeit von Bindung, ohne in einem Schulddiskurs verhaftet zu sein. Diese Anerkennung schließt des Anderen und meine Aggressionen im Dienste des Ich mit ein. Denn ohne diese Aggressionen kann weder das Ich noch das Gegenüber gestalterisch an sich selbst, an der Beziehung zum Anderen und zur Welt teilhaben. Beide fallen als eigenständiges Subjekt weg, sind wie Menschen ohne Muskulatur, angewiesen auf Hilfe, auf Führung, auf jemanden, der die Funktion dieser Muskulatur übernimmt. Das bedeutet, während bei einem Menschen die Aggressionen im Dienste des Ich in irgendeiner Form beschädigt oder gar vernichtet, dann ist er ein Mensch ohne Muskulatur, den anderen Menschen und der Welt wehrlos ausgeliefert, ein Mensch in Angst. Die Ursache dieser Angst liegt stets an dem Ort, an dem die konstruktiven Aggressionen enteignet, gar zerstört worden sind. Es ist einfach, einen Menschen seiner Aggressionen im Dienste des Ich zu berauben. Dazu braucht es, wie wir gesehen haben bei Anders Breivik, keine Kanonen und keine Bomben. Der Machtdiskurs, der unsere Gesellschaft, unsere Beziehungen prägt, beruht auf der Kontrolle,
der konstruktiven Aggressionen, die Muskulatur wird im Dienst des Anderen und nicht des Ich verwendet. Und sollte sich ein Subjekt abtrünnig zeigen, sich subversiv der Kontrolle entziehen, wird es als schädlich für die Gemeinschaft bezeichnet. So werden seine Aggressionen im Dienst des Ich langsam überflüssig, ja gar störend. Und die Angst nimmt sich im selben Verhältnis, wie sich die Muskulatur zurückbildet, ihren Raum. Die Wünsche werden befriedigt, bevor sie entstehen. Die Kraft des Wunsches und die Kraft des Begehrens versickern im Konsumismus. Unsere Angst darf nicht unabhängig von diesen Zusammenhängen gesehen werden. Sie darf nicht als psychische Störung eines Individuums pathologisiert und in Einzeltherapien behandelt werden, sondern ist als Ausdruck eines Herrschaftsdiskurses zu lesen, an dem wir alle teilhaben und teilnehmen. Wir müssen und können sie überflüssig machen. Wir müssen jedoch auch verstehen, warum es uns so schwer fällt, diesen Diskurs zu verlassen. Einerseits fehlt uns für diesen Paradigmenwechsel ein alternativer Diskurs. Wir sind ungeübt in der intersubjektiven Auseinandersetzung. Andererseits droht uns die Strafe, der Ausschluss aus Gemeinschaft und die folgende Einsamkeit, wenn wir uns dem bestehenden Narrativ nicht angleichen. Der Herrschaftsdiskurs, der auf dem Opferdiskurs basiert, ist eine ausgeklügelte Form der Macht und der Kontrolle und trifft uns da, wo wir am verwundbarsten sind, beim Ausschluss aus Beziehung, beim Bruch der Beziehung, also bei unseren Ängsten, die gerade dafür Zeichen sind, dass wir getrennt von uns, getrennt von den anderen und getrennt von der Welt sind. Die Erfahrungen in meiner 30-jährigen Praxis als Psychoanalytikerin haben mir ermöglicht, den Paradigmenwechsel vom Herrschaftsdiskurs zum Intersubjektiven nicht mehr als Utopie zu sehen. Sie haben mir gezeigt, dass der intersubjektive Diskurs die wichtigste Voraussetzung ist, um Ich zu konstituieren und an Gemeinschaft, an der Welt gestalterisch teilzuhaben. Dabei entfallen Omnipotenzvorstellungen und auch der Antrieb, an Macht zu partizipieren. So wird das Verbindende unter Menschen und in Gesellschaft nicht mehr die Schuld sein, nicht mehr die Schuld soll zum Beziehungskitt werden, sondern das Begehren. Begehren nicht nur im sexuellen Sinne gelesen, vielmehr ein Begehren nach Leben, nach Freude, eine Sehnsucht, neugierig sein zu können und zu dürfen, ein Begehren nach einer Reibungsfläche zum Anderen, die erregend, anregend, aufregend und kreativ ist. Nichtsdestotrotz, die Tendenzen gehen andere Wege und ich frage mich nach der Erfahrung mit dem Corona-Narrativ und dem Stellvertreterkrieg in der Ukraine, ob wir in eine Regression flüchten, in einen Zustand, in einen symbiotischen Zustand, das in der Regression Zuflucht und nicht in der Progression Lösungen gesucht werden. Dass die Position des Opfers hier das treibende Moment ist, Eigenverantwortung und Eigenständigkeit aufzugeben, abzugeben, in kritiklosem Vertrauen zu überantworten, um sich somit der Verantwortung entziehen zu können, hinzuschauen. Genau hinzuschauen. Arbeit zu haben mit Hinschauen und bereit zu sein, entsprechend dem, was gesehen wird beim Hinschauen, zu handeln. Die Überantwortung der Eigenverantwortung auf Staaten und Konzerne entsprechen einer Opferposition, welche die präödipale Symbiose wiederherzustellen versucht und als schutzgebende Macht idealisiert bzw. halluziniert. Oder vielmehr, ich muss mich korrigieren, diese nicht von Neuem herzustellen versucht, sondern sie uns über die politische und gesellschaftliche Krise erst offenbart. Wenn wir dem Staat ein Schutzdesiderat überantworten,
dann regredieren wir in einen Zustand der symbiotischen Verschmelzung mit den Eltern und verlieren das Erwachsensein aus den Augen. Wenn wir beklagen, dass sich die Gemeinschaft, die Gesellschaft immer mehr spaltet, dann müssen wir uns auch klar sein darüber, dass nur eine symbiotische Beziehung gespalten werden kann. Eine intersubjektive Beziehung, eine Gesellschaft, welche auf der Anerkennung der Differenz, auf der Anerkennung der Heterogenität aufgebaut ist, kann keine Spaltungen erfahren, weil hier weder mit Ein- noch Ausschluss Machtgefälle eingerichtet werden kann. Eine intersubjektive Beziehung fordert keine Aufgabe der Eigenverantwortung, sie hält die Differenz aus. Sie fordert kein Einstimmen auf einen Kanon, keinen Gleichschritt. Eine Beziehung, die im Opferdiskurs eingerichtet ist, also Schuld der Beziehungskit ist, diese Art der Beziehung erachte ich als zurzeit maßgebend. Nicht neu, jedoch neu sichtbar. Sie schädigt das Ich, weil es gefangen bleibt im Raum der Destruktion, der mit Zerstörung einhergehenden Ich-Ausdehnung, Ich-Entwicklung und Veränderung. Dabei wird das, was Wohlbefinden ist, nicht der Definitionsmacht des Einzelnen überlassen. Es wird ein Katalog aufgestellt, dessen Inhalt sich der Körperlichkeit immer mehr entfremdet, sodass dieser Körper dem Subjekt langsam entschwindet und nur noch über die Abwesenheit von Krankheit erfahren werden kann, als ein Objekt der Ansteckung und der Ansteckbarkeit, anstelle als Begehrtes und Begehrendes, nach Lust strebendes und die Unlust vermeidendes Subjekt. Wenn die konstruktive Aggression entsprechend ihrer Spiegelung in eine destruktive gebrochen wird, entspricht dies einer Kastration. Der Mensch wird nicht mehr als Subjekt, sondern vielmehr als Objekt des bestehenden Narrativs des Kapitals verortet. Seiner Souveränität wird er nicht enthoben, sondern eingeordnet in einen Diskurs, der ihn als unentbehrlich für die Konstituierung und Konsolidierung der bestehenden Machtverhältnisse einfügt. Gleichzeitig offenbaren diese Machtverhältnisse unsere Beziehungslosigkeit im Sinne der Intersubjektivität, die wiederum in einem direkten Verhältnis steht zur Angst, die ja wiederum nichts anderes ist, als von Ich und der Welt getrennt zu sein. Wir kommen also nicht darum herum, um einen Heilungsprozess in Gang zu setzen, Gemeinschaft zu pflegen, nicht im Sinne einer symbiotischen Vereinnahmung, einer Verschmelzung, sondern gerade diese vermeidend im Sinne einer Intersubjektivität, in der der eine den anderen als anders, als Nicht-Ich anerkennt. Wir haben zu lernen, die Differenz auszuhalten. Ich will mich hier wiederholen, das hat nichts mit Liebe zu tun oder Toleranz, es ist schlichter. Es ist die Anerkennung und das Aushalten der Differenz. Unser Alltag ist jedoch durchwoben vom Narrativ des Opfers, des Täters und der Schuld. Der in der Opferposition verborgene Hass kann, solange ihn kein äußerer, die ganze Gesellschaft betreffenden Anlass zur Explosion bringt, im Stummmodus schlummern oder beruhigt werden in unserem konsumistisch selbstdestruktiven Agierungsfeld. Unsere Beziehungen sind durchdrängt von diesem Narrativ der Schuld und des bedeckten Hasses. Ja, wir können gleichsam sagen, dass die Währung unserer heutigen Beziehungen, auch der politischen und gesellschaftlichen, zumeist die der Schuld ist. Auch das Kapital beruht auf dieser Prämisse. Es sind Schuldverhältnisse und damit Abhängigkeitsverhältnisse. Diese Beziehungen beruhen auf einem Bruch, einem Schuldbruch. Sie werden im Gefälle eingerichtet und wir haben mit und in diesem Gefälle zu leben, zu arbeiten und zu lieben. Die Verlässlichkeit auf Beziehung ist nur noch gegeben über die Verlässlichkeit dieser Abhängigkeiten.
Solange diese Abhängigkeiten stabil bleiben, solange besteht die Beziehung, die diesen Namen eigentlich gar nicht mehr verdient. In meiner Praxis habe ich das sehr oft erlebt. Wenn Patienten eine Analyse begannen, destabilisierte diese ihre bestehenden Beziehungen. Es kam in der Folge oft zu Brüchen, weil die Emanzipation des einen aus der Schuld nicht gutiert und in der Folge mit Ausschluss bestraft wurde. Es gab in den 70er Jahren eine Studie von 3 Frauen, welche die weiblichen Studienabbrüche untersuchten und zum Schluss kamen, dass es der Schichtsprung war, den sie nicht verkrafteten. Der Schichtsprung der Frauen in die Akademie wurde ihnen als Verrat an der Herkunftsschicht ausgelegt. Sie waren es also ihrer Schicht schuldig, dort zu bleiben, wo sie herkamen. So wird die Schuld zu einem Kontrollinstrument, um Beziehungen einer angestrebten Ordnung, einer Ordnung in herrschaftliche Verhältnisse zu unterwerfen. Diese krankmachenden, gewalttätigen Beziehungsstrukturen durchziehen unsere Gewebe, lassen es kalt werden, erstarren, entziehen ihm Lebendigkeit. Dies ganz im Gegensatz zu der alten chinesischen Tradition der Heilungskräfte, wo die Wärme in jeglicher Form das Heilbringende ist. Die Angst macht eng und kalt, sie macht uns anfällig für Unterordnung und Manipulation und es braucht gerade diese Angst, um unsere konstruktiven Kräfte, die der Erhaltung und Konstituierung des Ich dienen, um diese ihrer subversiven Kraft zu entledigen, um sie zu domestizieren, um ihnen das Genick zu brechen und in die Ohnmacht, in die Wehrlosigkeit zu zwingen. Der bestehende Machtdiskurs besteht auf dieser Grundprämisse der Kastration und nicht auf der Demokratie, die ich als eine auf Heterogenität aufgebaute, auf der Anerkennung der Differenz, also der Anerkennung, dass der andere nicht ich ist, basierende intersubjektive Diskurs erachte. Wir sind weit davon entfernt. Die Schweizer Frauen gehören seit nunmehr 51 Jahren dazu. Gerade eben jährte sich diese Aufnahme in die Schweizer Demokratie. Von den Bewohnern des antiken Athen waren erwiesenermaßen bis vermutlich 2/3 Sklaven. Die Frage der Abschaffung dieser Institution stellte sich nie. Nach Aristoteles sind manche Menschen aufgrund ihres mangelnden Vernunftvermögens von Natur aus Sklaven und werden am besten, gleich Zugtieren, als Werkzeuge benutzt. Wenn wir heute die Demokratie bzw. den Status quo ante reklamieren, dann beziehen wir uns auf einen Herrschaftsdiskurs und nicht auf einen, in dem der Souverän sich aus der Anerkennung der Differenz und der Bestätigung der Heterogenität zusammensetzt. Wir müssen entweder den Demokratiebegriff neu überdenken oder ihn aber ersetzen mit der Anerkennung der Differenz, dass das einzig Verbindende zwischen Menschen die Anerkennung der Differenz ist, die Anerkennung, dass der andere nicht ich ist. Dann erübrigt sich der Opfer-Täter-Schuld-Diskurs, weil ein Machtgefälle nicht mehr erstrebenswert ist. Solange die Opferposition nicht hinterfragt wird, solange sie wirksames Instrument der Macht bleibt, weil sie einen Täter und somit einen Schuldigen zu benennen vermag, solange wird die Übernahme der Verantwortung für den Verbleib und die Rückeroberung der Aggressionen im Dienste des Ich ausbleiben. Im Schatten der Macht können wir uns beklagen, uns empören in der Hoffnung, Gehör zu finden, tradieren jedoch damit den Diskurs der gegenseitigen Abhängigkeit und begünstigen dieses Opfernarrativ. Es ist nichts anderes als ein Changieren zwischen Allmacht und Ohnmacht, beziehungsweise einer Abwehr der Ohnmacht mit der Allmacht. Der Allmacht kann die Luft genommen werden, wenn wir deren Abwehrfunktion überflüssig machen. Wir müssen also zuerst
die Ohnmacht beheben. Dies ist mit der Aufhebung der Opferposition gewährleistet. Mit derjenigen Position, welche unsere konstruktiven Aggressionen als schädliche spiegelt und uns somit in eine Schuld verweist, um damit Machtgefälle einzurichten. Würde von niemandem mehr die Opferposition bedient, würde sich niemand mehr mit deren destruktiven Spiegelung identifizieren, um weiterhin ausweglos in dessen Narrativ zu verbleiben, beziehungsweise an der Macht zu partizipieren, dann wäre nicht mehr derjenige, der über das meiste Kapital verfügt, maßgebend und heilbringend, sondern Attribute wie weise, gerecht und fürsorglich würden an Bedeutung und Gewicht gewinnen. Wir wissen gar nicht mehr, mit wie viel Lebendigkeit wir zu rechnen haben, wenn wir die Angst aus deren Einzäumung loslassen. Ich danke Ihnen. Liebe Jeanette, ganz herzlichen Dank für deinen erkenntnisreichen Vortrag und sehr, sehr vielfältigen Vortrag. Ich bin gespannt, wie ihr ihn aufgenommen habt und was ihr dazu zu fragen habt. Ich frage erstmal Lena, weil sie da hinten den Chat jetzt gerade mitliest. Bitte euch auch nochmal, wie gewohnt, rege euch zu beteiligen und Fragen an Jeanette Fischer zu stellen. Die Lena liest es dir vor. Ich lese mir jetzt die erste Frage vor. Wie ist das, wenn eine Frau vergewaltigt wird und davon ein Baby davonträgt? Wird dann die Mutter automatisch... Könntest du ein bisschen lauter, bitte? Wie ist es, wenn eine Frau vergewaltigt wird? Wenn eine Frau vergewaltigt wird und davon ein Baby davonträgt, wird dann die Mutter automatisch in die Opferrolle schlüpfen und das Kind als Täter sehen? Ja, nein, das ist nicht automatisch. In die Opferrolle geht man nicht automatisch. Sie ist Betroffene von einem Gewaltakt und das Kind ist quasi der tägliche Zeuge dieses Gewaltaktes. Und das muss man schauen, also wie sehr sie diese Betroffenheit und diese Gewaltanwendung, wie sehr sie diese verarbeiten kann, ohne auf das Kind zu übertragen. Also das ist wahnsinnig schwierig. Aber ich würde sagen, sie ist Betroffene von einem Gewaltakt, auf jeden Fall. Keine mehr, gut. Lena? Ja, das war es aktuell. Also aktuell gibt es keine weiteren Fragen. Okay. Dann danke ich euch an den Bildschirmen, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen um 17 Uhr wieder mit dem Vortrag von Raimund Unger. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht und einen schönen morgigen Tag. Macht's gut. Tschüss.